Ich finde das irgendwie cool. Aber auf Dauer. Ne? Auch irgendwie. Passt halt irgendwie nicht. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Verstehst du, was ich sage? Also einmal habe ich ja. Weißt du, in so einem richtig teuren Show. Aber hey, wirklich, das war's wert. Der Service war gut und alles. Ach komm. Okay. Wo müssen wir hin? Oh, was ist denn hier wieder los? Oh, das sind Wege, weil ich rüberfahre. Platsch. Bewegung! Für wen zum Teufel hältst du dich? Für ein Bier. Also, ne? Mit ein hier. Yeah. Was laufen wir? Zack, 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 zack. Wollte ich doch gar nicht. Dann hacken wir die halt noch so nebenbei. Das ist kein Spielplatz, ja? Falsch, Paco! Ja, deberías hacerlo sin mí. Y te lo digo completamente en serio. Gib mal dein Auto. Tun Sie mir nicht! Kann ich endlich mal auch in diesen scheiß Laden reingehen? Ich sowieso schon rein wollte, und zwar ist es hier. Apotheke. Ja, ja. Hallo. So. Was kann ich tun? Mal ein paar Pillen geben. Oder auch nicht. Alles gut. Ah! Was geht hier vor? Himmel, schicken Sie Leute schnell, da schießt einer. Nein, da stimmt was nicht. Hey, wir brauchen hier eine Streife. So. Lauf! Da drüben, lauf! Er schießt! Schickt uns Hilfe! Der schießt! Bringt euch in Sicherheit! Na komm schon! Bin ich da? Komm schon! Ball. Jetzt geht's wieder los hier.
heutigem Bericht. Ich will doch. Oh, mein Körper qualmt schon. Könnte ich hier lang? Ja, irgendwie. Ey, war. Oh. Oh. Ist da. Also manchmal da, ne, riecht schön, ne, ne. Ja, also, ich hole nur meine Sachen. Ich hole mein... Scheiße! Was für ein Arsch! Der hat mich Arsch genannt. Yeah. So, wo müssen wir hin? Was ist denn das hier? Fahren wir dahin. Und es schneller geht. War irgendwie falsch. Bei uns ist Bürgermeister Rushmore für ein Exklusivgespräch. Mr. Rushmore, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Das Studio sieht anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Nun, es war ein langer Wahlkampf. Der bringt doch einen um! Muy, ganz Autos kaufen. Kosten die ihn. Debes creerme, te está mintiendo. No te fíes de ella. No te fíes. Kosten die ihn. Ja, nicht. Nimm's trotzdem mit. Das könnte gefährlich werden. Und es war so richtig gefährlich, mein Junge. Da kommt mir nicht hinzu. Mal gucken, wo der lang fährt. Ja, da lang. So, so. Da muss ich hin. Southbound train arriving shortly. So. Schnellreise irgendwo. Guck mal, wie die reagieren, Alter. Das ist schon irgendwie cool. Warum stehen die? Die können da sitzen. Achtung. Okay, wir wollen dorthin.
So. Lass mich auch runter. Ich glaube, das könnte tödlich enden. Ui. Knapp. Was? Ist das Ihr Ernst? Northbound train arriving shortly. Du Sau, du. Kommunikationsfehler. Achtung! Boom! Wo hab ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Yeah! Getriebe. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helena? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Hi. Hi. Hey, Mann. Oh. Komm wieder. Wir sind jeden Tag offen. Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte, perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DadSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Okay, Helena. Nun zu dir. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Sorry, ich hab seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Ja. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Yay! Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. So,
mal hier, dass wir auf der Spur sind. So. Das Ziel wieder entmarkieren. Halt, wir sind hier lang. Ausschalten. Okay. So, dass er es nicht merkt. Besten. Oh. Nicht da! Ich lasse niemanden entkommen, Schweinebacke! Bitteschön. Auto. Irgendein Auto, scheißegal, ob's was fährt. Bumm machen.
Boah. Oh, boom. Werden die dahingestellt. Ich fahr mal ab hier. Das ist ja... Freeway ist Mist. Kann man nicht viel machen. Deshalb ab in die Stadt. Eigentlich irgendwie anders fahren, aber ich hab's wieder verdeckt. So, hier ist doch Stadt. Ui. Arsch! Yeah! Fickt euch alle! Wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle, bitte. Verdammt. 63 Stollen. Oh! Gut. Irgendwann sterben wir alle mal. So. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen. Moment, ich muss mir ein Ziel... Er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Ja. Hallo, ab in den Knast, Alter. Oh.
Das nenne ich mal ein Burnout. So, eingeparkt. Okay.